Hi, meine lieben Liebenden, und herzlich willkommen zu einem neuen Horror-Let's Play. Wir spielen Cleanies Window. Also, es soll ein Horror-Game sein. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Let's go. Anno Number. Hallo, Reinigungsservice? Wir haben einige schmutzige Fenster bei uns zu Hause. Aber wir sind am Tag beschäftigt. Darum sollte der Job nachts gemacht werden. Machen Sie sich keine Sorgen, Sie werden vorher bezahlt. Ich werde Ihnen jetzt die Adresse senden. Okay. Wir sind uns für nichts zu schade. Das sieht... Also der Grafikstil ist schon... witzig. Keine Schrittgeräusche. Jetzt wieder, also reinfahren? Nee, ich laufe. Das sieht super interessant aus. Und jetzt? Okay. So. Check Tools. Use Spray. Ja. Ach so. Okay. Okay. Ja. Ach so. Ach so. Ah, okay. Das ist etwas verschmutzter hier, ne? Die Staub ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Man sieht dann, ob es jetzt wirklich sauber ist. Okay. Okay, wenn es ein paar Mal gemacht hat, dann gewöhnt man sich dran. Okay. Nächstes Fenster. Kann ich auch erst den Schwamm nehmen und diese. Das ist jemand, oder? Und diese groben Flecken wegmachen? Geht es? Nee, erst den Staub. Okay. Da sitzt einer. Achso, spielt Videospiele. Oh, sehr schön. So. Irgendwo noch ein Fleck. Okay, ja, also bis jetzt habe ich mich da vertan. Es soll dann so Blut an den Fenstern sein, aber hier sieht man ja nicht durch.
gehört? Ach nee, das war ein Stück Teppich. Da liegt so eine Maske. Okay. Das scheint der gleiche Raum zu sein. Ich muss das mit der Maus machen, das ist ein bisschen anstrengend, aber gut. Nein, bleib hier. Eine Spinne. Sehr penetranter Dreck hier auf euren Fenstern. Okay. Die Spinne war eklig eben. Sitzt einer und glotzt fern. Die stören sich auch gar nicht daran, ne? Also, dass ich hier putze. Interessiert nicht. Warum liegt denn da immer diese Maske? Ist die zu Halloween rausgekommen? War da gerade was? Ist da gerade was langgelaufen am Brunnen? Das hatte bestimmt einen Grund, warum wir dem Ding hinterher geguckt haben. Oh Gott, ein bisschen Arbeit vor mir, ne? Das ist jetzt die andere Seite vom Raum. Ja, okay. Was sind denn das für Flecken? Ist das Blut oder was? Kann ich den Brunnen ja nicht mehr sehen von hier. Okay, Hauswirtschaftsraum. Da war da eben ein Geräusch. Da hat sich schon wieder was bewegt. Ich bin doch nicht doof. Hilft da auch ein bisschen Spucke. Ach, die Flasche ist leer. Wir holen wieder ein bisschen mehr Cleaner vom Truck. Okay. Ich will hier draußen mal umgucken. Kann ich nicht. Scheiße. Von wo hole ich denn Cleaner? Ah ja. Muss irgendwo im Vorgarten den Schlüssel fallen gelassen haben. Da? Ja. So, jetzt kann ich zurück zum Truck. Noch ein bisschen. So.
Okay, also weiter da, wo wir aufgehört haben. Das ist ungünstig. Da ist jetzt gerade einer eingestiegen. Das ist scheiße. Ruhlalalala. Ich war das nicht. Ich habe damit nichts zu tun. La 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 la. Ist gleich, ach so, vom Boiler oder so, ne? Rote Lampe da. Ich habe nichts damit zu tun. Wenn ihr eure Fenster nicht geschlossen haltet, dafür kann ich nichts. So, jetzt geht's. Ah, jetzt geht's hier um weiter. Wenn jetzt einer eingebrochen ist. Nur weil ich meinen Korb da nicht gelockt habe. Naja, wird schon. Ja, wird schon. Ist. Ist schon wieder diese Maske. Also ich würde ja jetzt vielleicht mal klingeln. Also jetzt mal im Ernst. Das sind ja auch die Handabdrücke. Ich würde ja vielleicht mal klingeln. Oder dann sagen, ey, hör zu, da ist gerade einer bei euch eingestiegen. Oder? Würdet ihr das nicht machen? Anstandshalber? Ich meine, die können Kinder haben oder sonst irgendwas. Das, Ich weiß nicht. Absichtlich unerwartet. Ich bin nur der Fensterputzer. Oh, was mache ich? Ich feiere Geburtstag. Ich will auch ein Stück Torte. Ich scheine einen Geburtstag zu feiern, sieht zumindest so aus. Gucken, wie lange noch. Ich freue mich jetzt, am 7. Dezember kommt Hollow Cocoon raus und Silence Channel 2. Ihr könnt mir mal sagen, welches Spiel. Ja, pst. Guck mal, welches Spiel euch zuerst interessieren würde. Wenn sie dann so rauskommen, pünktlich, wie es angekündigt wurde. Das ist sowieso die Frage, wenn wir Pech haben, kommen die eh am 7. erst wieder nachts irgendwann raus. Ja, oder so spät am Tag, dass man das nicht mehr schafft, das aufzunehmen. Und am 8. Muss ich ja, wie gesagt, Freitag den 8. fahre ich zum Gericht wegen der Scheidung. Mal gucken, wie ich das so alles auf die Reihe kriege dann. Wir werden es aber auf jeden Fall spielen. Okay, hier, also außer dass da jetzt keiner mehr sitzt.
Schöne sternklare Nacht heute. Oh. Ja, das ist kein Fenster da hinten. Dafür bin ich nicht zuständig. Also spätestens jetzt würde ich vielleicht mal die Polizei rufen, oder? Oder nicht? Nicht? Da läuft ein bisschen was durch die Tür. Das ist bestimmt wieder eine Tomatensuppe, wie immer. Dann habe ich mit Sicherheit da vorhin im Garten doch was gesehen. Der ist dann nämlich rumgeschlichen. Steckt ein Messer im Tisch. Jetzt ist das Messer weg. Das ist doof. Was ist denn jetzt hier mit dem Messer? Ich bin mal gespannt, wie das jetzt hier noch, wie das weitergeht. Na gut, das Haus wird dann demnächst zum Verkauf. Ja. Schlepp mal die Leiche auf den Dachboden. Das ist auch besser. Das riecht sonst irgendwann unten so unangenehm. Es ist ja irgendwie auf eine gewisse Art ein bisschen lustig. Also es ist lustig. Der jetzt die ganze Familie da niedergemetzelt, oder? Aber überall liegt diese Maske rum. Und so eine. In so einer Maske hatte der aber nicht. Hatte der auch so eine Maske? Er hatte eine Maske auf, aber ich weiß nicht mehr, was für eine. Jetzt ist die Maske weg. Da ist auch die Tür offen, glaube ich, ne? Die war eben noch zu. Okay. Oh, wir haben es fast geschafft, glaube ich. Vielleicht auch besser so. Also war jetzt nicht so super gruselig. Es ist eher spannend, wie so ein Krimi, den du guckst. Ja, so von Fenster zu Fenster. Ja, das ist es eher. Da liegt die Maske rum. Wo ist denn hier noch ein Fleck? Ich sehe nichts. Ah, okay. Ja, da liegt die Maske. Sag ich doch, das war eine andere Maske als die weiße, die da rumliegt. Jetzt machen wir da oben weiter, okay. Oh. Aber müssen wir auf die andere Seite vom Haus? Okay, da scheinen also noch einige im Haus zu leben. Wer die auch immer sind. Haben die mich nur verarscht.
Ach hier, stehen so rum. Also dieses Fenster würde ich jetzt vielleicht einfach nicht putzen. Also da liegt eine Leiche jetzt nur. Ist egal, wir haben auf jeden Fall saubere Fenster. Hallo, Reinigungsservice. Wir brauchen gereinigte Fenster zu Hause. Aha. Was war das jetzt? Suchen Sie sich so... Entschuldigung, es juckt. Das darf mal passieren. Mein Gott, Männer kratzen sich da auch, wenn es juckt. Sorry. Nippel ist Nippel. Haben die das nur inszeniert, um regelmäßig Opfer, da weiß ich nicht, wie einen satanischen Kult zu kriegen? Kann natürlich sein. Fand ich auf jeden Fall, also ich fand das Konzept gut. Das war mal was anderes. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das fandet. Wir sehen uns zu einem neuen Display die nächsten Tage. Macht's gut und bis dann.